Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Challenge-Projekt auf dem Zweisternhof mit dem Mikado Place XD. Hallo. Dem Tiger Farm und dem Leon als LU. Hallo. So. Hallo. Wir starten gleich wieder rein. Die Aufträge sind noch verteilt. Jo. Und ich hätte gleich noch eine Frage ans LU. Und zwar, welches Fahrsilo ist denn für mich reserviert? Das ist egal. Egal, okay. Sind ja beide leer. Also von daher. Gut. Dann wünschen wir eine schöne, unterhaltsame Folge. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Am besten alles, wie immer. Und bis... LU müsste mir LU geben. LU muss dir LU geben? Ja, Moment. Das ist ja mal was Neues. Kann ich nichts abladen. Also das ist ja mal was Neues, dass es LU dir LU geben muss. Ja. Das ist ja immer andersrum. Das ist ja... Das ist sehr anders. Funktioniert. Danke. Sehr spannend. Das ist ja aufregend. Ja. Nein. Ja doch, das ist aufregend. Okay. Soll ich euch wieder schieben? Ja, bitte. Ja, bitte. Bis später. Okay. Bis später. Bitte. Bis später. So, sind wir wieder alleine. Jo. Oh nein, wir müssen schon wieder hauen. Okay. Kann man gucken, ob ich da langfahren kann? Ich glaube schon. Nee. Doch, ich glaube. Ich glaube, damit verletze ich keine Wegerechte. Du verletzt Wegerechte. Jetzt hatte ich auch gerade kurz ein Deck. Ja, ich auch. Ich hatte aber manchmal auch kurz ein Deck, aber das kann nicht an mir liegen. Bin ich mir sicher, hoffentlich. Bin ich mir sicher, hoffentlich. Was denn? Hast du jetzt eigentlich mal Maps angeguckt für Roleplay? Ich habe ganz kurz mal auf die Schwatzing geschaut und ich hatte es wird dunkel. Oh. Ist aber nicht so schön. Das Einzige... Es wird gar nicht schön. Das Einzige, was ich am MB-Truck hasse, ist, der kann nicht diese Weit- oder Fernleuchte da machen. Ah, okay. Ja, weil dann wird es nämlich komplett schwarz. Ja. Das ist das Einzige, was ich wirklich an dem nicht so mag. Ich hoffe jetzt mal, dass das LU rechtzeitig fertig wird mit dem Ansehen, weil sonst haben wir damit ein Problem später. Die Schwatzing hatte ich mir angeschaut, die Breisgau hatte ich mir auch angeschaut. Und? Allerdings finde ich die ein bisschen klein. Breisgau? Ja. Oder beide? Breisgau. Okay. Oh, irgendwie... Ist ja nicht so schön geschwadet. So, wir werden nämlich jetzt hier mal flott das Gras entfernen. Dann werde ich mir wahrscheinlich noch einen Traktor mieten. Und dann hier auch noch Gerste anpflanzen. Jo. Dass wir das Gerstenziel noch relativ schnell erreichen. Was, Telefon? Was? Telefon verstanden. Achso, nee, ich hab so gesagt. Achso. Wie kann man denn bei so Telefon verstehen? Weiß nicht. Das weiß ich allerdings auch nicht. Das ist sehr seltsam. Ja, kann ja mal vorkommen. Kann schon sein, naja. Halt nicht. Hä, hey, warte mal. Gott, ich hab gar nicht hinten abgehangen, ich hab vorne abgehangen. Jetzt weil ich wusste, wo es hat. Profi am Werk oder wie? Ja, natürlich. Oh, er hat's gerade mal kurz. Ach ja. Also ich finde meinen Weg, den ich hier gemacht habe, den finde ich schon sehr schön. Was findest du denn denn? Keine Ahnung. Oh. Auch schön. Danke. Ja, sieht gut aus. Das ist viel lieber. Keine Ahnung. So, du. Wie sieht's denn bei meinen Schäfchen aus? Die haben. Stichwort. Da müssen wir uns auch drum kümmern. Noch bevor es Nacht wird.
Also bevor das LU schlafen geht. Sie haben ja noch eine Stunde und 15 Minuten. Ah, stimmt, und 21 genau. Uhr war es. Ja. Man hat sich ja jetzt gedacht. Ja, ich hatte gerade 20:30 im Kopf. Irgendwie hat das LU hier wirklich nicht schön geschwartet. Und irgendwie. Bisschen enttäuscht. Wir hatten letztes Was Mal wieder keine Abrechnung gemacht, gell? Ich hatte da überhaupt keine Mission. Oder? Ja, doch, wir hatten doch bei ihm angesellt. Nein, nein, weil wir hatten es nicht angesellt. Es sollte ansehen. Ja, jetzt. Letzte Folge, stimmt. Naja, ich hab jetzt. Ja, ich hab so weit zurückgedacht. Ja, ich würde sagen, wir machen dann die Abrechnung, wenn die fertig sind, oder? Obwohl, aber ich glaube, das wird dann auch zu lang dauern. Ja, dann machen wir einfach, ja, je nachdem, was sagst du? Oder was sagen die Jungs? Ja, ich hätte gern, dass das LU den langen Weg fährt. Das sind Grundlagen der Landwirtschaft. Also ich weiß nicht, weshalb das LU heute nicht dran denkt. Was denn? Dass die den langen Weg fahren auf dem Feld und nicht den kurzen. Ach so mitten über den... Das ist krass. Was meinen Sie das? Was meinen Sie damit? Sie säen auf dem kurzen Weg an. Ja. Also quer. Normal sät man den langen Weg an, damit man weniger Wendemanöver und dadurch mehr die Zeit effektiver nutzen kann. Das macht aber Leon bei mir auch. Ja, warum denn? Ist für mich nicht verständlich. Okay, Ist das nicht egal? Nein, ja, eigentlich ist, schon. Die Wendemanöver fressen Zeit und dadurch kriegen sie mehr Geld. Das ist doch umso besser für mich. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist doch umso besser für mich. Okay, nee, egal, Hauptsache es wird angesät. Ja. Gut. Ja. Darf ich nachher kurz Ihren Ladewagen eventuell auf die Seite stellen? Ja, das dürfen Sie gerne machen. Okay, gut, danke. Bis später. Wie lange noch? 10. Okay. Echt nur noch 10 Minuten? Ja, so ungefähr. Zeit vergeht. Wie im Fluge. Nein, wie im Flüge. Wie mit dem Flug. Das passt eigentlich auch. Weil beim Flügen ist man so lange beschäftigt. Weißt du, was ich echt wirklich noch gar nicht gesehen habe im LS19? Nein. Dass irgendeiner Zuckerrohrtechnik hat, macht. Das habe ich auch noch nicht gesehen, das stimmt. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Guck mal, im LS17, war das Platinum Edition. Die hat 20 oder 25 Euro gekostet, ja? Die wollte einfach jeder haben. Jetzt ist es draußen und keiner benutzt das. Ja, wobei ich finde keine Zuckerrohr auch nicht so interessant. Ja, aber trotzdem ist es eigentlich sowas, wo man halt nicht Geld ausgibt, sag ich jetzt mal. Oder was zum Beispiel auch total Schwachsinn von mir war. Ich hab das. Ja, schon. Ich hab das mal im LS, dann hab ich das gemacht. Da ist die Platinum Edition. Da hab ich echt viel Geld bekommen. Ich kann's ehrlich sagen. Also, das ist jetzt auch nicht sehr wenig. Was ich sagen muss, war halt. Dass es halt echt lang gedauert hat. Weil, guck mal hier. Ich hatte am Anfang nur dieses kleine Zuckerrohrteil und das hat 1 Meter Arbeitsbreite. Ja, das fährt mit 10 km/h. Das ist lästig. Das ist jetzt nicht gerade Weltbeste. Aber ansonsten verstehe ich das echt nicht.
Weil, guck mal, du bezahlst für dieses DLC, bezahlst du nicht mehr. Eigentlich hast du dafür immer mehr bezahlt. Okay. Im LS17er Mannschaft. Ich finde, das Anderson DLC, das ist schon recht günstig gewesen. Ja, 10 Euro geht eigentlich. Ja, schon, das ist jetzt draußen. Ich könnte euch jetzt einbringen. Wie gesagt, der Vorteil jetzt durch die Quaderballen finde ich ein bisschen. Gibt es eigentlich nicht. Weil der Anhänger fasst ja auch bloß 16 Ballen. Da hätte ich mir einen gewünscht mit 20 oder 24 Ballen. Ja. Ja, aber wie gesagt, es gibt halt einen Mod, der kann 30 Ballen laden. Ja, aber und als das ist DLC, genau weißt, so einer. Ja, aber als DLC hätte ich halt gedacht, da kaufst du dir, dann müssen die auch was bringen. Ja. Wobei die Futtermitteltechnik, die finde ich ja gut. Also da haben sie nochmal was rausgehauen. Der große Futtermischer, der schafft fast 30.000 Liter oder so. Warte mal. Jetzt muss ich mal was ausprobieren. Kann man? Man kann ja dieses Vordermähwerk da von dem Butterfly. Kann man ja. Nee. Ach shit. Nee, okay. Hast du Pöttinger? Ja. Das geht, aber du musst. Nee, ich hätte jetzt nur gedacht, dass man das vorne und hinten ankuppeln kann. Kann man ja auch. Nein, also das ist. Vorne einen Ankuppler hat und hinten. Für was? Das Mähwerk. Das kleine Pöttinger Mähwerk. Ja, aber für was das kleine? Du machst ja das kleine ans große dann, wenn. Ja, nein, ich hatte halt nur gedacht, damit ich dann vorne das Gewicht noch dran machen kann, aber. Egal. Dann mach doch das Gewicht vorne dran und. Das Butterfly hinten. Mit dem kleinen. Ja. Jetzt helfe ich schon wieder, was soll denn das? Na, so eine Hilfe ist es jetzt auch nicht. Aber trotzdem danke für die Tipp. Aber man braucht halt auch einen gescheiten Traktor, ja. Mit einem B-Truck geht es nicht. Was soll denn das jetzt schon wieder heißen? Das ist sich qualitativ. Ach nee, sie haben ja auch noch einen Case, gell? Ja. Aber der Case ist viel schwacher als mein MB-Track, wollte ich nur mal so sagen. Achso, sie haben ja den Billig-Case gekauft, stimmt. Hat ihnen der Vertreter was Gutes angeschaut. Ich gebe ihnen gleich mal den Billig-Case hier. Der ist trotzdem noch gut. Ja, gut, aber schwach. Ich meine, das ist so gut wie mein MB-Track, aber trotzdem. Qualität trotzdem. Kostet halt, ja. Qualität hat falsch. Ich bin mal gespannt, ob ich den zweiten Ladenwagen heute heute noch wegkriege. Ladenwagen? Ja. Ladenwagen. Oh Mann. So, Sauberkeit ist wieder bei 100. Stimmt. Brauch noch. So, da war doch auch noch irgendwas. Doch irgendwo noch Gras hier rum. Irgendwie ändert sich das. Wie bitte? Irgendwie ändert sich das nicht mit der Sauberkeit. Ey, das dauert immer ein paar Minuten. Ein paar Minuten? Ja. Bis Stunden? Oder? Nee, das ein paar Minuten. Das war im LS17 schon so. Das wird nicht sofort aktualisiert. Ich wusste doch, da liegt noch. Ach nee, das war nicht. Wie war eigentlich heute bei euch so das Wetter? Muss ich jetzt mal ganz ehrlich fragen. Na, heute ist immer relativ. Bei uns war eigentlich echt schön. Muss schon sagen, ich hatte heute eine kurze Hose an. Also heute Aufnahmetag war Hammerwetter. Ja, manche. Deshalb ist es immer relativ. Heute war echt Hammerwetter. Also bei uns war es locker so um die 20 Grad. Also das war schon. Ja, schon eigentlich ganz nice. 21, erinnere ich mich gar nicht. Ja, aber du wohnst ja woanders als ich. Südlich, genau. Ja, gegenüber von meiner Arbeitsstelle ist so ein Thermometer. Ah, okay. Deshalb. Ja, aber wir haben ja auch ein Thermometer, aber das steht immer im Schatten. Ja, dann hast du ja einen, das aber bei, nicht mehr.
und im Schatten stand 14 Grad. Das ist doch gut. Ja. Ja, und dann sind wir erstmal, ein Freund und ich sind dann erstmal schön mit dem Fahrrad gefahren. Cool. Bis in die Nachbarstadt. Jo, das war schon ganz, ganz toll. Ja, Fahrrad bin ich früher auch viel gefahren. Nicht mehr so oft heute, oder? Nee. So, eigentlich gar nicht mehr. Das ist schon echt arm. Ich sehe echt so wenige Leute eigentlich nur Fahrrad fahren. Wenn ich jetzt mal so ganz ehrlich bin. So, dann sind wir hier eigentlich durch. Ich liebe Fahrradfahren. Ich habe es gehasst, dass ich im Winter kein Fahrrad fahren konnte. Das ist gut. Das ist immer gut. Weil es zählt zum Sport und wenn man Sport mag, dann ist es immer gut. Ja. So, obwohl ich eigentlich nicht so gern Sport mag. Hä, was? 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 Nee, ich hab nur gesagt, dass ich Sport nicht so gerne mag. Ach so. Nee, es kommt immer drauf an, was für Sport. Ja, das. Was ist so denn so dein Lieblingssport gewesen oder ist es immer noch? Also früher auch auf jeden Fall Radfahren. Mhm. Heute Skifahren. Skifahren? Ja. Skifahren bin ich zum ersten Mal auf unserer Klassenfahrt nach Österreich. Wo wartet da? In Hirscheck. Kennst du das? Nee, wo ist das? Puh, keine Ahnung. Irgendwo in Österreich. Also wenn ich aber wäre, auch nicht so weit weg von der Grenze. Da, okay. Glaube ich. Also wenn ich Lehrer wäre, ich würde den kompletten Unterricht zum Beispiel auf eine Klassenfahrt ausrichten. Geschichte, Erdkunde, kannst du alles damit verbinden? Ja, wir fahren auch irgendwann im 9. oder 10. fahren wir nach Berlin. Klasse. Am 9. oder 10. ist. Ja. Klasse. Jetzt. Was sagst du jetzt? Ja. Jahren oder was? Nee, ich dachte Datum technisch, aber dann. Ja, also nächste Woche ich bin eigentlich 14, aber eigentlich bin ich erst 9. Dammit. Nächste Woche bist du ja sowieso nicht da, deshalb muss man da auch noch vorproduzieren. Ja, stimmt. Nächste Woche bin ich ja nicht da. Da bin ich dann auch weg. Mit Klassenfahrt. Also da produzieren wir dann vor. Das sind dann nicht Folgen, die wir dann einen Tag davor oder so produziert. Genau. Hoffen wir mal. So. Wir sollen jetzt mal eine Abrechnung, eine Zwischenbilanz machen, weil sonst habe ich wieder nicht so viel Geld, dass ich das bezahlen kann. So, und Karamba. Was? Nichts, ich bin nur über mein Häckselgutberg gesprungen. Haben sie es kaputt gemacht? Nee, alles ganz. Oh, okay, daran. Ich glaube, ich habe einen kleinen Leck. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss ganz ehrlich sein, ich habe die Schule von einem Gymnasium auf die Realschule gewechselt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, alle, die auf dem Gymnasium sind, die tun mir schon irgendwie recht leid. Ja, warum? Zumindest bei uns auf dem Gymnasium, da, nee, da, boah. Hallo. Hallöchen. Hallo. So, die Abrechnungen. Jawohl. Also, einmal 4600 für Mikado. Boah, jetzt wollte ich gerade so sagen, hey, so viel Geld habe ich nicht. So viel Geld habe ich auch nicht, ich muss erstmal einen Kredit aufnehmen. Nur 1000. So, wie viel war das nochmal? 4600. Was hast du denn den Auftrag gegeben, ist ja gigantisch. Einfach nur. Dankeschön. Und Varuna sieht 3100. Was? Für was denn? Fürs Sehen. Ja, ich glaube, habt ihr auch geflügt und vielleicht hättet gesehen, oder? Nein. Also bei mir nicht, bei mir ist direkt Zeit. Okay, ja, meine ich ja. 3-1. Das meine ich ja. Direkt Zeit. So. Hey, wie viele Stunden sind denn schon rum? Wann habe ich euch das denn aufgegeben? Zwei Folgen. Drei.
So, gut, Zeit auf 1. 3 Stunden. Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, nochmal gerne Like, Abo oder Kommentar. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.